Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Lewe und ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es eine EM-Prognose. Ihr habt schon richtig gehört, einige haben es auch schon auf Instagram mitbekommen. Ich habe es dort angekündigt, ihr könnt dort auch gerne mal ein Follow dalassen. Ich mache eine EM-Prognose und diese wird keine langweilige normale, wo ich jedes Ergebnis einmal durchgehe und durchtippe. Ich habe bestimmte Kategorien und an denen werde ich mich abarbeiten und euch meine Prognosen liefern. Und damit das Ganze nicht so langweilig für euch ist, blende ich euch die Kategorien einmal ein und jeder von euch kann einmal in die Kommentare seine Tipps zu der jeweiligen Kategorie einmal in die Kommentare schreiben. Vergesst auf jeden Fall jetzt nicht, auf den Abo-Knopf zu drücken und ein Like dazulassen, wenn euch so ein Content gefällt, denn während der EM versuche ich weitere Fußballvideos zu drehen. Es kommen Fußball-Challenges, es kommen generell Fußball-Talks, Videos, Analysen. Deswegen freut euch drauf und lasst ein Abo da, wenn euch dieser Content gefällt. Schnacken wir nicht so viel rum und gehen wir direkt rein in die Prediction. Und wie ihr eben schon sehen konntet, ist die erste Kategorie Gruppensieger. Ich werde euch jetzt nicht jeden einzelnen Platz der Gruppen vorlesen. Ich werde euch schön den Gruppensieger sagen, weil das meiner Meinung nach auch die langweiligste Kategorie ist. Fangen wir an mit Gruppe A. Das ist Deutschlands Gruppe und wie viele auch erwarten, denke ich, Deutschland wird sich als Gruppenerster durchsetzen. Sie haben nicht die schwerste Gruppe, sie haben zwar einige Gegner dabei, die ihnen Beine stellen könnten, sowas wie Ungarn oder Schweiz. Schottland ist jetzt auch nicht der leichteste Gegner, aber das müssen sie packen. Aber ich sage euch ehrlich, alles davon ist machbar. Gehen wir über zu Gruppe B. Und mir ist gerade eingefallen, passend zum Video ist eben gerade mein Check24-Trikot angekommen. Schreibt in die Kommentare, habt ihr euch das auch besorgt? Weil ich sag mal so, geschenkten Maul schaut man nicht ins Gaul. Nee. Andersrum, scheiße. Gehen wir weiter zu Gruppe B und ich sage sogar, das ist mit die schwierigste Gruppe. Dort sind Italien, Spanien, Kroatien und Albanien. Ich sage euch ehrlich, ich sehe da keinen klaren Favoriten, aber trotzdem, ich glaube, Spanien hat wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft aufgebaut. Es gab jetzt irgendwie so einen kleinen Dip die letzten Jahre, aber ich glaube, Spanien wird sich dort doch als Gruppenerster durchsetzen. Und der Rest der Gruppe bleibt spannend, denn ich sage auch, ein Albanien könnte Gruppenzweiter werden. In Gruppe C gestaltet sich das Ganze dann wieder etwas deutlicher und ich denke, England wird sich durchsetzen. Ich denke, sie werden sogar wenige Probleme haben. Nur Serbien könnte vielleicht für etwas Probleme sorgen oder auch für Überraschung. Denn ich sehe Serbien sogar sehr stark dieses Mal, da sie eine gute Offensive haben, dadurch einfach gut Krawall machen können. Gruppe D ist auch wieder eine sehr schwere Gruppe mit Teams wie Österreich, Frankreich, Niederlande und Polen, wo ich sogar bei Niederlande gegen Polen im Stadion bin. Es kommt dazu wahrscheinlich ein Stadionblock. Also wenn ihr den noch nicht verpassen wollt, Leute, wenn ihr es noch nicht getan habt, Abo da lassen. Und ja, das ist auch eine sehr schwere Gruppe. Ich sehe sie tatsächlich nicht so stark wie Gruppe B, obwohl doch eigentlich schon. Mir fällt gerade auf, die Gruppe ist sogar eigentlich noch stärker als Gruppe B. Ich würde sie sogar als die Todesgruppe wie in der Champions League Gruppe von Dortmund einschätzen. Und ja, offensichtlich, ich denke, Frankreich wird sich durchsetzen. Da sind Leute, die sind zu OP. Das Team ist schwer zu bieten, aber ich sage, danach wird es richtig spannend. Sowohl Niederlande als auch Österreich sehe ich sogar sehr, sehr stark. Leute unterschätzen wirklich die Ösis und ich kann mir sogar vorstellen, dass die es auf Platz 2 packen. Schöne Grüße an alle meine Zuschauer aus Österreich. Ich habe gesehen, auf Platz 2 der Städte, die meinen Kanal am meisten sehen, kommen die Leute aus Wien. Also schön, Grüße nach Wien. In Gruppe E wird sich dann auch gemäß der Qualität Belgien durchsetzen. Das ist das letzte Turnier der Golden Generation. Ich sag mal so, Hazard ist schon retired, aber der war die letzten Turniere eh unsichtbar. So jemand wie De Bruyne wird langsam alt, Lukaku wird langsam alt. Ich weiß nicht, ob Vertonghen oder Alderweireld hinten noch spielen, aber ihr wisst, diese Golden Generation ist langsam abgelaufen. Aber trotzdem, einige sind noch da, spielen vielleicht ihr letztes Turnier, gespickt mit jungen Spielern mit Talent, die die Premier League zerschießen wie Trossard oder Doku. Also, ich bin gespannt auf Belgien. Und in der letzten Gruppe ist auch ganz offensichtlich, ich denke, mit Abstand wird sich dort Portugal durchsetzen und das am Ende eventuell sogar deutlich. Kategorie 2 ist meine Überraschung. Und dort wollte ich jetzt kein offensichtliches Team nehmen. Österreich habe ich eben schon erwähnt, aber die sind mir tatsächlich sogar noch zu offensichtlich. Die haben viele gute Spieler, wir kennen sie alle aus der Bundesliga. Zwar ist Österreich international nicht so krass angesehen, aber ich denke, wir haben sie alle auf dem Schirm und würden erwarten, dass sie sich eventuell auch auf Platz 2 in der Gruppe kämpfen und dann weiterkommen. Und danach ist jedem alles zuzutrauen. Und so auch meiner Mannschaft, die sich sogar bis ins Halbfinale durchsetzen könnte. Und das ist Rumänien. Rumänien hat sich in der EM-Qualifikation auf Platz 1 der Gruppe mit Abstand, mit 5 Punkten Abstand vor der Schweiz qualifiziert. Klar sind dort immer leichte Gegner dabei, aber sie haben in 10 Spielen 6-mal gewonnen und 4-mal unentschieden gespielt und kein einziges Mal verloren. Das ist ein junges, talentiertes und auch hungriges Team, weil wie oft habt ihr erlebt, dass Rumänien so gut dabei war? Eigentlich nie. Wahrscheinlich war es das letzte Mal, wo ich denke, ihr kennt die Legende aus FIFA. Ich weiß selber nicht, wie sie damals waren, aber ich kann es mir vorstellen, dass als dieser Hadji da noch gespielt hat, die ziemlich gut waren, aber mittlerweile, man hat lange nichts von Rumänien gehört, also why not? Und ich finde, sie haben das Potenzial, mit etwas Glück das Halbfinale zu erreichen. In Kategorie 3 haben wir die größte Enttäuschung. Und meine lieben Türken, hello.
Es tut mir leid, aber ich sehe die Türkei leider noch nicht so stark und nicht bereit für dieses Turnier. Viele haben einfach zu hohe Erwartungen und ich sage, das ist zum Scheitern verurteilt. Weil wenn die Türkei ins Viertelfinale kommt, jeder wird sagen, wir haben es euch gesagt. Die Straßen werden voll sein mit Türken. Schöne Grüße, Freunde, ich würde es euch gönnen. Aber ich sage, man hat zu viele Hoffnungen und die Mannschaft muss noch etwas reifen. Und ich sehe halt in der Zukunft wirklich viel Potenzial mit Arda Güler, mit Kenan Yildiz und noch vielen anderen. Mir fallen gerade nicht alle ein, aber die Mannschaft ist krass. Und trotzdem glaube ich, dieses Mentalitätsding und was weiß ich, kann das eigene aus einfach nur bescheren. Und eventuell kommen sie sogar nicht mehr aus der Gruppe mit Georgien, Tschechien und Portugal. Also meine Enttäuschung, leider die Türkei. Kategorie 4 ist der beste Torschütze. Und hier haben wir natürlich Topstars, die weltweit rasiert haben, wie Mbappé, Kane oder auch der 39-jährige Cristiano Ronaldo. Und auch Kenan Yildiz haben wir hier. Tatsächlich bleibe ich aber einfach offensichtlich und sage, nicht Harry Kane wird der Torschützenkönig, sondern Kylian Mbappé. Der Typ ist einfach zu OP. Schnell, Technik, Schuss, alles hat der Mann. Und ist für viele einfach nicht zu verteidigen. Deswegen denke ich, Mbappé wird der Top-Torschütze bei der EM. Die fünfte Kategorie ist meiner Meinung nach eine sehr interessante. Und zwar der Player to Watch. Ich wollte hier jetzt niemanden, der es schon geschafft hat, nehmen. Und klar, Leute denken jetzt an Kane, Mbappé oder so. Aber ich sage auch kein Bellingham, weil der Typ ist schon bei Real. Jeder hat den international auf dem Schirm. Jeder weiß, wer Bellingham ist und was er kann. Ich glaube, dass zum Beispiel ein Mihailo Mudrik, der bei Chelsea einen schwierigen Stand hat, schlecht angefangen hat, jetzt langsam immer besser wird und auch immer wichtiger, der ist in seinem Land ein kompletter Star. Der trägt die Ukraine auf seinen Schultern und trotzdem glaube ich nicht, dass es mein Player to Watch ist. Ebenfalls ein Xavi Simons, der ist glaube ich einer, der würde nicht bei Niederlande hundertprozentig als alleiniger Spieler rausstechen, also dort wird er etwas untergehen in der Masse. Bei Leipzig kann man sich nicht beschweren, hat er eine super Saison gespielt, aber mein Player to Watch ist dieses Jahr tatsächlich einer, wenn er die EM nochmal komplett rasiert, ein Ballon d'Or Kandidat ist. Er ist leider international noch nicht so auf dem Schirm und es ist Florian Wirtz. Wenn er bei der EM tatsächlich nochmal richtig rasiert, Deutschland zur EM schießt, man weiß es ja nicht, dann kann es sein, dass er sich einen Platz in der Ballon d'Or Topliste sichert. Es wird schwer gegen Vini Junior und Bellingham. Hätte Leverkusen auch die Europa League gewonnen, schöne Grüße an Atalanta Bergamo, dann wäre es wahrscheinlicher gewesen. Aber man weiß ja nie und man kann ja auch hoffen. Und jetzt die allerletzte Kategorie, die auf die ihr alle gewartet habt, und zwar der EM-Gesamtsieger. Und ich habe nicht umsonst vor dem Meistersieg-Tipp dann doch noch eine kleine Unterbrechung. Aber keine Sorge, Freunde, ein Special Guest namens TX557, schöne Grüße gehen raus, einmal gerne abchecken und abonnieren, hat sich erlaubt, noch einen Tipp für mein Video abzugeben. Also Freunde, hört TX zu und bleibt gespannt. Was geht, Lewe, Alter? Mein Hamburger. Und zwar, ich denke, Frankreich wird das holen. Einfach, die Mannschaft ist zu stark, auch einfach in der Tiefe. Mbappé hat Bock, er wechselt jetzt nach Madrid. Also mein Tipp, Frankreich. Mbappé ist einfach zu stark in Form. Der Kader ist einfach viel zu tief. Ansonsten folgt alle Lewe, folgt ihm alle, supportet ihn. Ja, wir sehen uns, Bro. Ciao, ciao. Das Check24 Deutschland-Trikot an. Denn ich denke, Spaß. Ich denke, Deutschland wird die EM gewinnen. Ey, warum denn nicht? Deutschland, ich hab dir schon mal gesagt, du so zu mir, ja, Deutschland kommt weit. Du hast gestern gesehen, Deutschland, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, abwarten, okay? Neuer patzt gerne, aber ist immer noch die Nummer 1, deswegen, schwierig. Wir haben eine Top-Mannschaft mit Weltspielern. Wir haben zwei Spieler, die gerade die Champions League gewonnen haben mit Rüdiger und Kroos. Die werden alles geben, vor allen Dingen im eigenen Land. Und das kann Deutschland beflügeln. Ey, dieses Gefühl, wenn das ganze Land hinter dir steht und dann auch noch im eigenen Land die EM zu gewinnen. Ey, was gibt's Geileres? Das Einzige ist, dass Deutschland sich selber schlagen kann. Durch medialen Druck, Skandale, was auch immer. Wenn es wieder irgendwelche Skandale gibt, wegen der Kapitänsbinde, wegen irgendwas, dann steht Deutschland sich wieder selber im Weg, die Stimmung wird mies und ich glaube, sie werden dann sogar schnell scheitern. Wie die letzten Jahre auch. Ich sehe es aber irgendwie anders als die letzten Jahre. Wir haben jetzt Talente wie Musiala, Wirtz. Ey, selbst ein Leroy Sané. Das sind Top-Weltklasse-Spieler und ich sage, Deutschland wird tatsächlich die EM gewinnen. Was sagt ihr? Ich bin gespannt, was ihr alles tippt und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, Lewe ist am Start.